Ja, hallo Freunde, lasst uns heute einmal hier über den Toaster von Philips sprechen aus der Viva-Kollektion. Genaue Typbezeichnung jetzt einmal als Lauftext unten drunter. Ich rede wie immer ein bisschen schneller, da sind wir schneller durch, weil wir wollen ja ein bisschen Praxis machen. Ja, Freunde, Kabellänge, maximal nutzbare Kabellänge habt ihr 80 cm Schuko-Stecker. Ich denke, das ist klar. Und ihr habt hier unten eine Kabelaufwicklung, ja, die ihr manuell machen könnt. Und das, was ich euch gemessen habe, ihr könnt es an jeder Stelle rauslassen. Ihr habt allerdings, ihr seht das hier, ne, da genau an dieser Stelle auch zwei spezielle Kabelauslässe, links und rechts. Müsst es dann eben halt einmal ein bisschen aufwickeln, könnt nach links gehen, nach rechts gehen und so weiter. Was ich gemessen habe, ist einfach hier raushängen lassen, geht, weil die Füße höher stehen. Das mal dazu an der Stelle und ihr lest hier nochmal Typbezeichnung, könnt ihr da nochmal nachvollziehen. Dann habt ihr das an der Stelle auch, dann lasse ich den Lauftext nämlich jetzt hier einmal weg. So, das mal dazu, 80 cm habe ich gesagt. Was hat er für Funktionen? Und zwar schauen wir einmal hier vorne. Ihr seht also, dass wir einmal die Aufwärmtaste haben. Wir haben einmal eine Frosttaste, heißt also für gefrorenes Toast. Und wir haben einmal eine Stopptaste. Und das Ganze ist einstellbar, stufenlos, allerdings dann von 1 bis tatsächlich 8. So, etwas schlechte Lichtverhältnisse, ich hoffe, ihr seid trotzdem dabei. Ja, also 1 bis 8 ist hier machbar. Für mich persönlich finde ich sehr, sehr gut, weil man eben halt ne, unterschiedliche Geschmäcker da hat. So, dann schauen wir einmal hier an der Stelle. Was mir auch sehr, sehr wichtig ist immer an der Stelle, ist die Liftfunktion. Ja, dass man hier an der Stelle wirklich das Ganze dann auch noch einmal anheben kann. Wir schauen mal, ob das im Betrieb möglich ist, wie es zum Beispiel bei Modellen von Russell Hobbs möglich ist. Weil da kann man natürlich gerade, wenn man nochmal so ein bisschen nachtoastet oder sonst was, ne, hier dann mal schauen, okay, aufgrund der Stopptaste vermute ich nein, aber dann kann man immer schauen, okay, wie wird gerade mein Toast? Schauen wir mal, ob das hier machbar ist, zumindest in Teilen. So, dann auf der anderen Seite wiederum, hat man das verlegt, ist aber hier bei dem letzten, den ich euch vorgestellt habe, da hinten der Langschlitztoaster von WMF, genauso, hat man die Krümmelschublade, ist dann hier auf der anderen Seite angebracht. Ne? Ist immer ein bisschen unglücklich, macht man aber auch nicht täglich jetzt an der Stelle, weil wenn der Toaster dann einmal so steht, ne, gen Wand und vorne Bedienelemente, dann müsst ihr natürlich das Ganze einmal dann wegnehmen, hinten Krümmelschublade und so weiter. Aber ihr müsst den ausstecken, weil die Krümmelschublade alleine reicht natürlich nicht aus. Was ich immer mache, um solche Geräte lange am Leben zu halten, ist im Endeffekt hier einmal mit so einem Pinsel ne, und dann auch ausschütteln, einmal über der Spüle. Das ist das ganze Thema. So, hier einmal geschaut. Hier habt ihr das, was ich persönlich immer sehr, sehr gut finde. Einmal die Brötchen, Brötchenaufsatz direkt integriert. Ja, das heißt zum Aufwärmen oder eben halt um Brötchen, ja, ist es eine Aufwärmgeschichte. Ich denke, das ist jedem klar. Ja, also die ist integriert. Ist für mich immer die wesentlich bessere und schickere Geschichte. Ist bei dem WMF-Modell hier wesentlich teurer natürlich auch. Weil ansonsten habt ihr immer irgendetwas. Oft sind die noch nicht mal in Form, sodass wenn die Brötchenauflage hier drauf ist, ja, die Ablage, dann könnt ihr noch nicht mal einen Toast einlegen und so weiter und so fort. Dann müsst ihr es immer wegtun in die Schublade, sonst was. Dann steht es wieder da rum irgendwo daneben und so weiter und so fort. Und wenn ihr euch über die Finger wundert, übrigens an der Stelle, ich habe gerade hier aufgesetzten gemacht, ist ja bald Weihnachten, ne, zum Verschenken, bringe ich euch auch ein Video, wird wahrscheinlich so kurz vor Weihnachten passieren. So, hier die Geschichte nochmal, ja, also vom Handling her, ne, runter und das Ganze dann einmal, muss man ziemlich stark machen hier, ne, haptisch drauf. Also so hat man das Ganze immer am Gerät und braucht nicht irgendwo ein extra Teil verwalten. Und das ist das ganze Thema, warum es mir besser gefällt. Ja, Design, ich gehe mal so ein bisschen zurück. Ich will nicht sagen schlicht, sondern zeitlos. Ja, das ist das Ganze und es ist sehr, sehr doppelwandig. Und was hier natürlich geht, können wir auch nochmal vom Karton ablesen. Extra breite Scheiben habe ich alles hier irgendwo parat. Notfalls kann man auch mal zwei reinstecken, um zu schauen. Ne? Und ja, habe ich euch alles gesagt, lasst uns einmal auf den Karton schauen. Aufwärmstufe haben wir, Defroststufe, also für gefrorenes Toast, ne? Lift und so weiter. Also das ist alles, was es zu dem Toaster zu wissen gibt. Ich mache jetzt mal ein paar Toast, weil wir müssen das Ganze einbrennen hier und wichtig wäre natürlich, dass der Toast einigermaßen gleichmäßig, ich sage, das braucht nicht 100% sein, ne, gleichmäßig wird und bitte tut euch einen Gefallen, macht dieses Einbrennen, weil erst dann könnt ihr es beurteilen, nicht zwei Toast machen und dann ne, zurückschicken, taucht nicht.
Und bitte nicht hier danach gehen, wie sind die Heizstreben, leuchten die voll, leuchten die wenig. Ich sage es immer wieder, ich habe eine Rezension gelesen zu einem super Toaster, ich meine, das war sogar der WMF, dann hat einer geschrieben, ja, das leuchtet ja hier nicht gleichmäßig, dann wird der Toast nicht, nie ein Toast getoastet, das ist das Thema, wir machen es anders, wir probieren das Teil aus, ihr seid wie immer live dabei. Weiter geht's, Freunde. Bedienungsanleitung ist natürlich im Lieferumfang enthalten, mit ein paar Bildchen drin und so weiter und so fort, wie ihr das Gerät handhaben solltet. So, dann nochmal zu den Toastgeschichten. Ich weiß nicht, wie viele Toastscheiben ich da für euch gemessen habe. Es ist immer so, die großen Scheiben haben 11x11 und die kleinen Scheiben haben 9x9. Und dann gibt es hier die dickeren, da gibt es schon mal einen Unterschied. Wir haben hier die Dicke von 1,5 cm. Üblicherweise hat ein Toast 1 cm Dicke. Das Ganze natürlich nicht mit der Schieblehre gemessen, ne? Da gibt es auch schon mal kleine Unterschiede. So, dann habe ich mal hier unseren Testverlauf hier gemacht. Und daran könnt ihr schon sehen, das war die erste Geschichte hier. Ja? Und ne, noch nicht so richtig gut, deswegen sage ich immer, Leute, gebt dem Gerät eine Chance, nicht einen Toast machen, oh, und zurückschicken, nochmal das Thema, ja, das hier, ne, schon deutlich besser, also, ne, das zweite, gerade das hier schon, also, gefällt, und dann hier unsere kleinen Toastscheiben, und das ist schon mal was ich als annähernd perfekt ist, wird es nicht geben, es gibt schon mal in Hotels, Restaurants und so weiter, ihr kennt die, wo das Toast dann so langsam drüber läuft, da wird es dann noch eine Ecke besser, aber das ist hier schon mal richtig gut. So Leute, dann lasst uns einfach mal starten. Ich habe das Maßband nicht wegen dem Toast hier hingelegt, sondern einfach nochmal, um euch zu zeigen an der Stelle, wenn wir die großen nehmen, 11x11, 1,5 cm Dicke, dann seht ihr hier, dass wir hier noch Potenzial haben. Können wir gleich mal mit zwei Scheiben A 1 cm ausprobieren, ne, das ist das eine Thema. Dann wollte ich euch sagen, ob das Liften geht. Nein, geht nicht während des Vorgangs. Ja. Und ich wollte euch einmal zeigen, deswegen nehme ich das jetzt hier. Das ist, natürlich wäre es besser, das mittig reinzulegen. Aber ich gehe jetzt einmal her und ihr seht, wenn ich hier 11x11 reingebe, ja, das ist das Thema, dann habt ihr hier natürlich noch Potenzial. Und deswegen habe ich auch das große hier Maßband genommen. Da seht ihr besser als ich an der Stelle. Also 2 cm, 2,5 cm, sagen wir, einigen wir uns auf 2 cm. Ne? Wenn es dann 12x12 oder 13x13 sind, sollte es auch noch gehen. Ich tue es jetzt aber hier mal einmal wieder in die Mitte. Wir schieben es runter und müssen da schauen. Nein, in der Höhe, seht ihr, ist die Kapazität erreicht. Ja? Also breitere Scheiben, ja, wenn ihr jetzt ne, vom Brot abschneidet und so weiter und so fort. Habe ich euch gerade gezeigt, da haben wir noch 2 cm Spiel. Könnt ihr hier auch nochmal nachvollziehen. Ne? Hier 1 cm, da 1 cm, also da ginge 13. In der Höhe sind wir limitiert bei den 11. Vielleicht, ja, schauen wir mal um die Heizstreben. Ja, die gehen noch etwas höher, seht ihr da. Ne? Von mir aus können wir uns da auf 12 einigen, aber mehr ist dann auch tatsächlich da nicht machbar. Ich weiß, dass das viele immer, da kommen immer diese ganz vielen Fragen und welche Höhe und so weiter. So wisst ihr es einmal und habt es auch live gesehen und könnt es euch vorstellen, nochmal hier 11. Da schließen wir ab eben mit den Greifern und haben da oben, so halte ich mal die Kamera jetzt, noch ein bisschen Potenzial. Seht ihr, weil wir sehen da hinten ne, auch noch die Strebe. Ja, das ist das Thema. Nochmal 13 mal 12 in der Höhe, Breite mal Höhe. Ja, also hier nehme ich euch einmal live mit. Ich habe das auf Stufe 4 gestellt und keine Pause gemacht. Das ist hier noch warm. Ja, das ist ja auch mal so ein Thema. Wie sieht es denn aus mit viel hintereinander toasten? Dann gibt es natürlich Toaster, wenn die einmal auch richtig aufgewärmt sind. Ne? Dann ist das erste, ich sag mal so, und das nächste ist schwarz. Ja, weil die dann die alte Hitze noch mitnehmen. Schauen wir mal, bisher ist das hier nicht passiert. Auch die habe ich alle drei hintereinander weg reingeschoben. Und jetzt schauen wir mal beim vierten. Wie gesagt, alles auf Stufe 4, mittlere Stufe. Ne? Das sollte es ja auch sein. Viel dunkler sollte es nicht sein. Ne? Ich sag mal Thema Acrylamide und wer weiß, wann die EU uns auch das noch hier verbietet. Toast zu machen, ja. Pommes kennt ihr schon, ne? Wenn ihr in Restaurants geht und so weiter, sind die schon deutlich heller geworden, aber das ist gelungen, ne? Da hat man also wirklich irgendwo so einen Weg gefunden, das Ganze zu machen. So, also, wo man schon mal Entwarnung geben kann, es wird nicht dunkler, ganz im Gegenteil, ne? Ist hier etwas heller. Müssten wir hier an der Stelle wirklich dann auch nochmal nachtoasten, mache ich gerade eben, ja. Schauen wir gerade, vielleicht bin ich aber auch hier unten irgendwo dran gekommen. Ne? Hier ist also nur so ein Strich, also muss man schon fast ertasten. So, und wir gehen nochmal her, toasten das Ganze nochmal nach, um zu schauen, okay, wird es gleichmäßig. Diese Geschichte jetzt hier, dass es zu hell geworden ist, das ist immer so ein Thema. Ne? Jetzt haben wir jetzt hier auch das dicke Toast.
ist auch wahrscheinlich vom, ja, ich sage mal, von der Machart eher etwas anders, ne, weil das Ganze hier kann ja leichter durchbrechen als das da, deswegen vermute ich mal ein bisschen andere Zusammensetzung. Aber das sehe ich jetzt nicht als problematisch an, ne? Sondern da wisst ihr ja dann, okay, wenn ich meine breiten Scheiben habe, dann muss ich das Ding auf 5 stellen, oder, ne? Wenn ich diesen Toast nehme, und wahrscheinlich kauft ihr oft im selben Laden und immer wieder dasselbe. So, jetzt schauen wir uns einmal direkt die Stopptaste an und schauen wir mal, wie gut die funktioniert. So, und jetzt können wir natürlich hier an der Stelle, könnt ihr liften. Das betrifft dann nur, wenn ihr schmale Brotscheiben habt oder sonst irgendwas, dann wollt ihr da rausnehmen. Notfalls müsst ihr dann noch irgendeine Gebäckzange oder Eiszange oder was auch immer da nehmen, um das Ganze hier rauszunehmen. Aber es geht eine ganze Menge, seht ihr hier. Ja, also das ist ja schon deutlich. Damit, wenn wir das so machen, kriegen wir wahrscheinlich die Toast sogar schon rausgeschmissen. So, dann sieht das Ganze gut aus. Ja, ist immer kameratechnisch immer ein bisschen schwierig. Ich kann euch sagen, mit dem menschlichen Auge hier gesehen, wirkt das Ganze schon noch deutlich besser. Und ihr seht auch hier, ja, bis auf minimalste Stellen hier unten am Rand. Ne? Das kennt ihr aber eigentlich fast von jedem Toaster. Aber irgendwo hört es auf. Aber nochmal, jetzt Knusprigkeit. Ja, also das hört sich gut an. Gerade bei so einem Toast hier macht das schon riesen Spaß. Ne? Wenn wir schauen, mal diese schon fast erkalteten. Ja, die sind schon gummihaft. So. Und weil die schon so ein bisschen gummihaft sind, nehmen wir die jetzt einfach nochmal. Auch das hier. Ja, bis auf diesen Rand, aber nochmal, Leute. Das ist völlig handelsüblich. Schauen wir mal diese Stelle, ob die wenigstens knusprig ist. Ist sie, ja. So, und jetzt gehen wir einmal her und schmeißen hier diese Toast nochmal rein und gehen einmal hier runter und drücken dann einmal hier unsere Aufwärmstufe. Das sollte sie sein, ja. Und dann sollte der Toast auch relativ kurzfristig hier wieder rausspringen. Das ist das ganze Thema, dass er dann eben halt nicht die normale Zeit durchtoastet, sondern hier sagt, okay, komm, das brauche ich nur noch aufwärmen. Schauen wir mal, ob es passiert, wann hier was passiert und so weiter. Ne? So, leider kurz abgehangen, Leute, aber 2 Sekunden oder 3 Sekunden später ist das Ganze hier rausgekommen. Ja, und so sieht es dann aus. Also nicht weiter verbrannt. Ne? Das ist ja auch immer das Thema. Und wieder, ich sag jetzt mal, ihr merkt das schon, ne? Einigermaßen knusprig. Ansonsten kann man den Vorgang natürlich nochmal wiederholen, aber schauen wir das hier. Ja, also doch, Leute, das ist völlig okay, gerade für so ein dünnes Toast. Also, das passt. Können wir vielleicht gleich nochmal wiederholen. Sorry, ich bin aber an den Knopf gekommen, da war auf einmal weg. Also, das mal dazu. Ja, die Auftautstufe mache ich mit euch nicht. Das ist ein Thema, Leute, auch da. Da geht es erstmal dann eben halt, wenn ihr auf 4 stellt, ja, geht es erstmal langsamer los, damit das Ganze ein bisschen auftaut. Das ist keine Hexerei. Und dann wird das Ganze dann einmal durchgetoastet. Also das brauchen wir an der Stelle nicht machen. Wir nehmen einmal hier so ein Halbkorn- oder Vollkorn-Toast. Ich weiß nicht, wie es vertrieben wird. Ich würde es mal eher so als Halbkorn hier Geschichte betrachten und schmeißen das mal rein und lassen es nach wie vor hier auf 4. Ja, die sind natürlich deutlich dünner. Und dann schauen wir uns da nochmal das Ergebnis, das erste Ergebnis ab, weil hier, müssen wir fairerweise zugestehen, hatten wir nachgetoastet, aber dann ist es klasse geworden. So, an der Stelle nehme ich euch nochmal mit. Waren jetzt 2 Minuten, ne? Und schauen wir mal, damit ihr auch da nochmal beim Auswurf dabei seid. Wir können aber in der Zeit vielleicht doch einmal hier an der Stelle nochmal darüber sprechen. Ja, ist gerade rausgekommen, schauen wir uns gleich an. Und zwar haben diese kleinen Toastscheiben hier so irgendwas um die 1,25 cm Dicke. Dann wären wir bei 2,5 cm in der Dicke. Ne? Hier hatte ich ja gesagt, waren es 1,5 bei dem großen Toast. Und das schmeißen wir jetzt gleich mal rein. So, hier schauen wir erstmal nach dem Ergebnis. Ja, auch wieder etwas heller, sodass wir hier wirklich jetzt da auch das Ganze noch etwas dunkler stellen können. Ne? Passiert am Anfang, wenn das Gerät sich einarbeitet. Ja, das mal dazu. Aber es gefällt. Ja, mal ein bisschen an die Kameramikros dran gehalten. Ja, knusprig. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal hier. Da hänge ich euch auch gleich wieder ab, nur dass ihr da Bescheid wisst, ne? 2,5 cm Dicke. Und hier hätten wir noch ein wenig Potenzial. Ne? Also, ich sag mal, maximal 3 cm ist das, was hier gehen dürfte. So, hänge euch wieder ab und nehme euch gleich wieder mit, wenn wir fertig getoastet haben. So, gerade rausgesprungen. Dann schauen wir einmal. Diese Seite exzellent gut. Ja, sieht sogar, hat sogar so richtige Toaststreifen, also das gefällt. Die andere Seite, ja, auch gut.
Mit dem kleinen weißen Feld hier. Aber Leute, nochmal, das darf man nicht päpstlicher nehmen wie der Papst hier. Ne? So, jetzt ist es so heiß übrigens, ne, bei dieser Art zu toasten, dass ihr hier Schinkenkäse dazwischen packen könnt, sofort. Und habt dann ein schönes Schinken-Käse-Toast, also wo der Käse dann auch noch leicht schmilzt. Ne? Und mit Käse meine ich immer richtigen Käse, nicht dieses Zeug, dieses Scheiblettenzeug. Da ist wenig Käse drin. Ich weiß nicht, wie er das schon wusste. Aber ist so. Also, alles knusprig, passt bis hierhin. Und jetzt können wir einmal noch, also wirklich zum Schluss, ich denke mal, viel mehr brauchen wir nicht machen. Ne? Ich habe jetzt hier übrigens, bin ich hier gegangen, nachdem es ein paar Sekunden an war und habe auf 5 gestellt. Ja, 5 erscheint mir hier bei diesem Gerät, zumindest bei meinem Gerät, das müsst ihr dann eben halt, das sind immer kleine Unterschiede drin, mit eurem nochmal ausprobieren, die richtige Stufe zu sein. So, und jetzt können wir hier nochmal, das ist ja pappig erkaltet, auch nochmal hergehen und unsere Brötchentaste aktivieren, ja, und hier einfach mal das Ganze mit einem Toast entsprechend machen auf 5 und schauen wir mal, wie das Ganze wird. Ich drehe das dann gleich mal so nach 2 Minuten, ne, nur damit ihr da Bescheid wisst. So, ich habe es gerade schon mal gedreht. Ich habe mal ganz kurz hier mit Thermometer reingehalten. Ihr seht also 67 Grad und so weiter und so fort. Also das wird auch schon hier oben an der Oberfläche schön warm. Ne? Ich bin nur ein ganz kleines Stück drin. Also das ist schon mal eine gute Geschichte. So, und jetzt machen wir es einfach mal, drücken wir auf Stopp und schauen es uns mal an. Ja, ne? Auch das ist wieder sehr knusprig geworden, also damit kann man auch arbeiten, ne? Braucht also diese Aufwärmstufe nicht, finde ich sogar noch einen Ticken besser. So Leute, mehr will ich euch zu einem Toaster nicht bringen, vielleicht noch eins, wir sind jetzt heute 16.11. und Gerätepreis knappe 54 Euro, ich meine, das geht noch eine ganze Ecke deutlich nach unten, meiner Meinung, mal schauen was passiert, also für mich eine Kaufempfehlung, ja, Gerätepreis 40, 45 Euro würde ich sagen, geht hier völlig in Ordnung für so ein Gerät. Schauen wir hier nochmal ganz kurz nach der Hitzeentwicklung, warm ja, ja, also tragen beide Seiten jetzt hier so flache Hand drauf, möchte ich es jetzt nicht mehr, aber es besteht auch, ne, jetzt mal hier mit der dünnen Haut, keine Verbrennungsgefahr, ne, hinten etwas heißer als an den Seiten, vorne Bedienelemente, auch völlig okay, also auch das passt. Ja, von mir eine Kaufempfehlung, ne? Wenn der Preis da jetzt noch ein bisschen sinkt, dann ist das Ganze auch wirklich hier schlüssig. Also nochmal gute Toast, gute Bedienung und ja, bis zu 2,5 cm Maß habe ich euch genannt. So, jetzt wirklich alles Gute, bleibt gesund und tschüss.